Ja, wandern halt ein bisschen um Schulenberg. Los geht's auf den Parkplatz am Ortseingang. Oberhalb Schulenberg eine riesengroße Wiese. Der Brocken- und Torfhaus. Man kann fast nichts erkennen. Es liegt aber an der Sonne. Und das um 8:30 Uhr. An der Köter. Noch der Rest. Kommt. Hause. Hehe. Also die Gegend hier ist Rentner fest. Circa 150 Schilder. Seit Stopp. Was ist das? Oh. Wir gehen dort drüben weiter, den sogenannten Heidenstieg. Sieht am Anfang nicht gut aus. Ich hoffe, der Forst hat nicht alles kaputt gefahren. Heidensteg. Der Forst hat ganze Arbeit geleistet. Der Heidensteg ist kaum begehbar. Rechts und links Schlamm, Schlamm, Schlamm. Der Heidensteg ist komplett zerstört. So einen Unverstand habe ich noch nie gesehen. Naja, so kann man auch Urlauber anlocken. Der Heidensteg wird etwas besser. Illegale Müllentsorgung. Wegesperrung durch Schwarzbau. So ein Brand. Im oberen Bereich des Heidenwegs. Die Forstarbeiter haben es bisher noch nicht hier hochgeschafft. Guck mal, was da hinten für ein Haus steht. Jetzt drin. Dort hinten? Festenburg, gell? Ja, dort hinten ist Festenburg. Wird hier was behauptet. Ja, wenn man hier was sieht, da ist der Zellerfeld. Und? Moment. Naja, es war ein Vogel. Abzweig am Heidensteg. Das ist sehr schade hier. Das soll eigentlich unser Rückweg später werden. Nicht begehbar. Auf dem alten Talskopf. Mm-hmm.
an der Heinz-Lühr-Hütte. Steht aber nicht dran. Also, zurück nach Schulenberg über Hasselfelder Weg. Und altes Tal. Im alten Tal. Am unteren Ende des alten Tals gehen wir zurück zur Klippe. So, es geht los. Die Vogeltour. Unsere Singvögel sind Frühaufsteher. Gartenrotschwein 3 Uhr. Rotkehlchen 3 Uhr 10. Amsel 3 Uhr 15. Zaunkönig 3 Uhr 20. Kuckuck, halb 4. Hohlmeise, 3:45. Filzer, 4:10. Buchfink, 4. Haussperling, 4:15. Star, 20:05. Und du? Um 8. Gut.